Und damit wieder herzlich willkommen zurück an Bord der Argo. Natürlich bin ich wie immer euer Cody und wir müssen, nachdem wir in der letzten Mission Lord Madeira zwar nicht befreien konnten, aber die Informationen, die er beschafft hat, requirieren, jetzt erstmal warten, bis die Armee von Lady Arano zusammengezogen ist, dass der nächste Schlag koordiniert werden kann. Wie Darius dann schon in der Besprechung sagte, gehen wir erstmal unseren Aufträgen nach. Ich habe einfach nur die Reparaturen angeschaltet. Sonst gab es nicht großartig viel was zu tun. Und wir haben jetzt nur einen wirklichen Auftrag hier, nämlich den Lieferstopp. Einen Konvoi im Hinterhalt, dafür müssen wir reisen. Behandeln wir ihn mal. Wir haben genug Kohle, um uns so viel Loot wie möglich zu sichern. Immer noch. Relativ easy. Und unsere Finanzen sind noch nicht besonders hoch. Ich habe einen der Thunderbolts, die wir hatten. Haben wir im letzten Mal ja gesehen. Einer davon hatte komischerweise keine Waffen mehr drin. Keine Ahnung, was das war. Den habe ich einfach mal eingemottet. Genauso wie ein Wolverine, den wir noch mit drin hatten. Dementsprechend jetzt die Kosten nicht ganz so hoch. Und ansonsten gibt es wirklich nicht großartig viel zu beachten. Wir machen einfach weiter. Mal gucken, wie lange es dauert, bis Fräulein Arano fertig ist mit dem Zusammenziehen ihrer Kräfte. Idealerweise, bis wir mit dieser Mission hier fertig sind am besten. Denn ich habe euch ja versprochen, ich versuche euch so schnell wie möglich die Story zu zeigen, damit wir, sobald es rauskommt, das kommende DLC mal so richtig ausprobieren können. Zusammen auch mit Flashpoint, was ja hier in dem Fall nicht ganz so gut möglich ist. Denn wir sind in der meisten Zeit eigentlich für Lady Camea Arano unterwegs und ihr Haus. Ich will es euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich genau meine. Dementsprechend haben wir jetzt bei anderen Häusern noch nicht sonderlich viel an Ruf sammeln können. Außer halt bei den Piraten, da haben wir relativ viel Negativruf sammeln können. Was bedeutet das? Die Flashpoints und viele andere Sachen werden erst dann freigeschaltet, wenn wir quasi einen gewissen Ruf erreichen können und uns mit einem Haus verbünden können. Und sobald wir uns mit einem Haus verbünden können, gibt es da natürlich dann viele, viele Dinge, die passieren können. Unter anderem halt auch, wenn ich das nicht total falsch verstanden habe, erst dann auch die Flashpoints. Das werde ich dann beim nächsten Mal, also beim nächsten Playthrough, bei der nächsten Season sozusagen, mit euch angehen, sobald wie halt das neue DLC da ist. Und bis dahin werde ich versuchen, euch halt noch die Story der Kampagne halt näher zu bringen. That work order you submitted is complete. Gut, da sind die Reparaturen durch. Ich will noch einmal ganz kurz in die MacBook gucken, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Ich meine, wir hatten einen besseren mittleren Laser irgendwo aufgegabelt. Wir hatten nochmal einen 10 Schadens mittleren Laser aufgegabelt. Setzen wir da mal einen von den Standards drauf mit. Bin gerade am überlegen, ob wir den vielleicht aus dem Arm rausnehmen, in den Torso reinflacken und stattdessen nochmal einen Wärmetauscher mit reinpacken. Denn der lief ja auch nicht gerade kalt. Probieren wir es erstmal noch ein bisschen so. Gut, dann wird das gleich fertig sein. Das dauert ja nur einen Tag. Yep, und weiter. Noch 5 Tage bis Idrim. Da sind wir da. Wir fangen noch nicht an. Ich will mal gucken, ob es vielleicht interessante Sachen im Laden gibt auf Itchon. 4 Banshee-Teile.
Eine Banshee wäre schon was Feines für unsere Behemoth. Sieht, wurde ursprünglich als Nahkampf-Mech entworfen. Und vier Teile könnten wir uns einen zusammenbasteln. Oh, ein Uskop. Das könnten wir später nochmal einsetzen. New equipment available. Zwar nicht sonderlich teuer, das kann man sich mal leisten. Allerdings drei Banshee-Teile zu kaufen, leisten können wir es uns. Das überlege ich mir nochmal. Jetzt würde ich erstmal sagen, dass wir noch einen kleinen Blick in die Rekrutierungshalle werfen, ob es irgendwas Interessantes gibt, aber eher nicht. Ja, und dann, wenn wir den Auftrag starten, mal gucken, was uns beim Angriff auf einen Konvoi so erwartet. Dann haben wir wieder unsere typische Aufstellung. Immer auch die beiden Battlemaster, beide wieder da. Bei der für Behemoth. Decker leider nicht verfügbar. Wir haben zwei Varianten, die wir fahren können. Entweder Sandcast oder Reaper. Reaper muss noch ein bisschen lernen, weil er ist ja so ein bisschen auch eigentlich als Ersatz gerade für den guten Decker gedacht. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir ihn mal mit. Und ja, fahren los. Wenn ich unbekannte Anzahl an Militäreinheiten höre, dann werde ich nervös. Ich glaube, ich kann ihn verstehen. Ja, unbekannte Anzahl an Militäreinheiten. Naja, gucken wir mal, ob wir diese unbekannte Anzahl an Militäreinheiten zerstört bekommen und uns damit noch ein bisschen zusätzliche Bezahlung sichern. Ich meine, die ist ja dadurch, dass wir auf Loot gehen, nicht sonderlich hoch, wie immer. Command Interface initiated. Da ist der Konvoi. Okay. Wow. Look at this place. Really, what's the word? Green. Mal gucken, was uns erwartet. Finden wir einfach mal munter voran. Damit wir den Konvoi möglichst schnell finden. Und da haben wir noch schon. Ein 55 Tonne. Ein 65 Tonne. Schon mal die definitiv schwerere Bewachung von dem Konvoi. Ah, ein Jagermech. In der SR-Ausstattung. Finde ich, sieht auch recht witzig aus. Normalerweise hat man ja die beiden Kanonenrohre an einem Arm. Hier halt Kanonenrohr und einen großen Tubus mit Raketen daneben. Standing by. Gucken wir doch mal, ob wir ihm nicht mal ein bisschen Hallo sagen können. Oh, der hat Bulwark. Okay, was haben wir dann hier? Shadowhawk. Das ist natürlich die Frage. Schlechtere Trefferchance oder weniger Schaden, ne? Wir versuchen mal den weniger Schaden, weil da haben wir halt die Chance, wesentlich besser zu treffen. Und ich meine, 30 LSR sind nicht zu verachten, zusätzlich zu dem Rest. Ready for orders. So, Reaper. Nee, Moment. Mit Reaper würde ich sagen, versuchen wir mal hier hinten rum. Weil die reinen Konvoi-Fahrzeuge, die werden versuchen weiterzukommen und da dürfen wir uns auch nicht von ablenken lassen. Sparen wir sie oder sparen wir sie nicht?
Wir sparen sie nicht. Locking in all weapon systems. Hey! Kopftreffer! Und auch noch nicht mal mit einer verkehrten Waffe, so wie es ausschaut. 30 Schadenspunkte auf dem Kopf. Okay, ich würde sagen, Cody marschiert auch dann hier rum. Nein, nein, genau. Und Medusa wird Reaper folgen. Der übrigens, wie ihr sehen könnt, einen Cockpit-Mod in seinen Battlemaster bekommen hat, nachdem der Entfernungsmesser da rauskam. Und dadurch hat er halt hier zweimal Verletzungen ignorieren. Nur die LSRs. Na gut, dann halt nur die LSRs. Glück haben Jägermax nicht sonderlich viel Panzerung. Receiving you. Das ist für uns ein Vorteil. In diesem Moment. Ist auch, denke ich mal, wirklich nur als reine Support-Plattform eigentlich gedacht. Ein Jäger-Mech, nichts, was man wirklich an die Front schickt. Halt ein schwerer Mech, damit ordentlich Waffen reinpacken. Aber. Roger. Oh nee, jetzt, ne? 95% daneben. Das Spiel. Dieses Spiel hasst mich, ich sag's euch. Gib mir mal 5 Schuss mit 5% Trefferchance. Ich wette mit euch, nicht einer davon trifft. Aber gebt mir 5 Schuss mit 95%. Davon gehen mindestens 2 daneben. Ich wette drauf. Also ich meine jetzt nicht einzelne Waffen, sondern halt pro Runde. Geht immer mindestens einer davon daneben dann. Okay. Gefällt mir natürlich nicht, dass sie da eine hohe Position haben. Aber wir gehen dennoch weiter. Mal da ein Quick Draw, also einer, der heiß läuft. Eher mal. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an, dem Shadowhawk da ein bisschen was zu verpassen. Da glaube ich der hier und das er war es nicht. Ich hätte es mir besser merken sollen. Ach, die LSR waren es, genau. Okay. So machen wir das. Engaging multiple targets. Ja, schade, es war nicht der Center Torso. Dann wäre jetzt platt gewesen. Wenn die AK da getroffen hätte. Treffer, okay. Sich Tonnenfahrzeug im Konvoi, okay. Verlangt nach drauftreten. Lifting off. So. Wollen wir doch mal den Höhenunterschied ein bisschen ausgleichen hier. Das erst gehen auf B. Und ich würde sagen, wir probieren es mal. Nur das Gauss-Geschütz auf den Jägermech zu feuern. Mal gucken. Roger. Ja, war klar. So viel zu, wir probieren es mal. Zwölf Schaden pro KSR, einfach nur gut. Okay. Reaper, wie gesagt, weiter da lang. Position confirmed.
Dann versuchen wir ihn hier mal endgültig vom Feld zu nehmen. Nicht, dass er nochmal feuern kann. All weapons are go. Pilotenverletzung 1, Sturz, Pilotenverletzung 2 und... Ah, er lebt noch. Yes, Commander. Key. On my way. Acht Schadenspunkte, ernsthaft. Schade, dass sie nicht splitten kann. Echt schade, dass sie nicht splitten kann. Deswegen, einfach wegen dem ansonsten verschwendeten Schadenspotenzial. Ich glaube nicht, dass der Jäger-Mech uns noch wirklich gefährlich wird. Aber ansonsten hätte wahrscheinlich die eine KSR-Lefette gereicht, um den noch niederzukriegen. Aber Behemoth ist nun mal nicht fürs Feuern angestellt, sondern fürs Draufhauen eher. Und da konzentriert man sich ja nicht unbedingt auf mehrere Gegner bei. Barely hit, Commander. Oh, da kommt noch ein 65-Tonner. Noch ein Jäger-Mech. Und nochmal die Raketenvariante. Autsch. Reporting. Major armor loss. El Quickdraw. Auf dem Battlemaster war ja klar. Irgendwo. So, ziehen wir den Battlemaster mal auch als ersten. Aber weil sie noch ordentlich Hitze hat, wird sie hauptsächlich mal quasi in den Schatten von dem Hügel gehen. Und dann mal aufs Kurzstrecke. Gucken, ob wir nicht mal den mittleren Torso von dem Kryptor rauskriegen. Ach, natürlich nicht, na klar. Der muss jetzt, um irgendwas machen zu können, erstmal an uns rankommen. Währenddessen... läuft Cody auch mal hier rum. Bin jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob das so gut war, den Atlas da rumzujagen, aber hey, jetzt haben wir es getan. LSR auf den da. Nein, ja, Moment. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Wie viel hatte der da noch? 8. Ja, also wir schalten ihn mal mit aus. Ich denke mal, das sollte ein großes Problem geben. Und Quick Draw dann noch. KSR schmeißen war... Oh, okay. Ach, der hat kein direktes Feuer auf den... Okay, dann hat sich das eh erledigt. Dann hat sich das ja nun mal eh erledigt. Es sei denn halt... Ein ziemlicher Overkill. Am liebsten wäre es mir, wenn ich die MG auf den richten könnte, aber... Das wird mir wahrscheinlich verwehrt werden. Dann machen wir lieber so, wir jagen die Raketen auf den Shadowhawk. Weil sie auf den Quickdraw die eine schlechtere Chance haben, dann hat der Shadowhawk nämlich keine Ausweichchance mehr. Dann können die anderen beiden da nochmal ein bisschen drauf losjagen. Ist, denke ich mal, ganz sinnvoll. Autsch. Lieber Overkill. Zumindest wenn es beim Gegner ist. Was war das? Ich hab's jetzt nicht erkannt. Verdammt. Commander.
moving out. So, schon mal den Konvoi in den Weg stellen. Und Demolisher. Au. 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 I copy. Primary target damage. Concentrate your fire and bring it down. Glück hat er sich schon bewegt, falls er überlebt. Noch ein zweiter Demolisher. Au, au. Fuck, natürlich haben beide getroffen. Losing armor. Yes, Commander. Head now. Das ist schmerzhaft. Die rechte Seite ist aufgerissen und hat 60 Schaden, also 60 Panzerung, um genau zu sein. Wir lassen mal die PPK aus, damit er ein bisschen Wärme spart. Sehr schön. Das sind zwei AK-20 vom Feld. Ja, was treibt der Shadowhawk? Ethenhagel. Auf dem Battlemaster. Behemoth ist irgendwie so ziemlich ein Lieblingsziel. Vom Gegner. Bulldog. Also der Demolisher muss nach Möglichkeit weg. Als nächstes. Und ansonsten. Mal gucken. Au, 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 au. Autsch. Ja, du lauf nur. Ich würde sagen, dementsprechend wird sich auch erst einmal Medusa in den Wald hier rein bewegen. Ein Demolisher nur noch auf indirekt. Das ist jetzt ja mal doof. Dann machen wir das mal so. Oder nee, aktuell. Wir gehen tatsächlich näher ran, weil dann haben wir beim nächsten Mal eventuell noch einen Tritt über. Und wir hoffen einfach mal, dass das reicht. Dieses Mal. Nein, natürlich nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Autsch. Reporting. Internal damage. Der Highlander muss tatsächlich mal repariert werden. Okay. Oh, die LSR wegzulassen reicht noch nicht mal. Müssen wir noch einen Metalllaser weg? Engaging target. Good to go. So, nochmal ein Blattschuss für Behemoth. Leider kein Nahkampf. Aber ist ja auch nicht verkehrt, wie man sieht. Think I hit something good. Oh ja, das hast du. Das hast du, Mädchen. Receiving you. Okay, Demolisher, Fuß, Fuß Demolisher. Coordinates received. Wie gesagt, gebt mir 5 Angriffe mit 95% Trefferchance. 2 davon werden vorbeigehen. Was habe ich gesagt? Ernsthaft. Oh, PPK Close Range ist nicht ganz so sinnvoll.
Ja, auch kleine Stacheln stechen zu. So. Wohin hat der gerade getreten? Irgendwie ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Orders. So, Behemoth darf dann erstmal ein bisschen abkühlen. Dann von hier aus dann. Ja. Got it. Na, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Zumindest noch die Laser haben ordentlich getroffen. I'm under heavy fire here. Ja, das ist er. Commander. So. Ready for orders. Bin mir jetzt nicht so 100% sicher, aber ich würde sagen, auch weil die Hitze so hoch ist, treten wir einmal auf den Demolisher. Ja, das ist jetzt die dritte, die muss treffen. Muss das sein? Welche Richtung kommen die Verstärkungen dann? Wir könnten vielleicht von hier kommen, dass wir vielleicht mit dem Schiff gelandet sind. Mal gucken. Mal schauen, was wir mit Reaper treiben. Ich wünschte mir echt, der hätte einen Splitfire. Kann nun mal nicht jeder kriegen. Na gut, es kann jeder kriegen, aber Frage, ob es sinnvoll ist. Ritten wir erstmal auf den Manticore. You're gonna feel this. Report one okay. Last beer. Bleibt Cody dann so? Cody darf ein bisschen splitten. Vielleicht kriegen wir den Shadowhawk auf Cody gezogen. Cody hat mehr Panzerung. Okay. K20 auf den Jäger-Mac. Wir lassen die Klasse R weg. Ja, doch. Ich glaube, das kann man jetzt mal probieren. Engaging multiple targets. Mhm. Autsch. Enemy Mac destroyed. Ja. In dem Cockpit hätte ich nicht gerne gesessen. Wehe. Wehe. Bitte, 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 bitte. Okay, mit der linken Seite kann ich leben. Auch wenn die LSR 20 Doppel Plus halt echt geil war. Oh, ernsthaft? Nein, 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 nein! Uff. Der Highlander muss da weg. Der Highlander muss da definitiv weg. Dann kriegt er Wachsamkeit wegen seinem Stabilitätsschaden. Und auch um hier nochmal ein bisschen besser verschanzt zu sein. Und dann machen wir folgendes: Wir splitten zwischen dem Shadowhawk und dem Jäger-Mech. Und geben dem Jäger mal zwei Laser mit. Oder. Wir haben beide alle drei.
Eben zwei. Firing. Jawohl. Du trittst niemanden mehr. So, aber Reaper darf mal zutreten. Consider it done. Leopard inbound, Commander. I meet you at the LZ. So, Cody ist zu heiß, der darf mal rennen. Full throttle. Standing by. Die Grimmis darf das auch. On the move, full speed. So, mal gucken, was unser Freund der Shadowhawk tut. Irgendwie habe ich es geahnt. Natürlich Nahkampf. Und natürlich... Nein, nein! Uff. Ich habe die Schnauze voll von dir. Junge, ich habe die Schnauze voll von dir. Aber ganz gehörig. Aufs Bein. Ernsthaft. Inflicted some heavy damage. Good to go. Frag mich, was wir noch an LSRs da haben, ob wir die LSR 20 doppelt plus gut ersetzt bekommen. I'm gonna give them the big bubble. Aber das Gauss-Geschütz darf definitiv nicht verloren gehen. Fällt er erstmal um. Dann können die anderen beiden mal gezielt nachhaken. Dann halten wir Medusa im Hintergrund und nehmen trotzdem noch die Verstärkungen aufs Korn. Jawohl. Enemy mech destroyed. Ziehen wir Behemoth mal vollgasmäßig in Richtung der Verstärkung. Wie gesagt, Medusa lassen wir lieber mal hinten. Auch Reaper kann noch ein bisschen was vertragen und Cody sowieso. Irrisches Fahrzeug. Nicht in Reichweite. Suchen wir uns mal ein bisschen Wald. Oh, es haut wieder ab. Ja, what can I do you for? Eckling. Bleib hier! Wir wollen doch nur spielen! Ready for orders. Komm hier, Knochen. Copy that. Nur ein Fahrzeug? Standing by. Da bin ich mal gespannt. Roger. Ich habe gesehen, das Gauss-Geschütz hält, glaube ich, nur noch an einem einzigen Myomer-Muskelbündel. Fünf Punkte noch über auf dem Torso da davor. Good to go.
throttle. Mal gucken, was haben wir denn da? 80 Tonnen, ein Schreck. Der haut weiter ab. Oh, Schreck, er hat mich gesehen, er haut ab. Ja, okay, ich weiß, der war flach. Was haben wir da noch? Ein 65 Tonnen Mech. Das ist schon mal etwas vielversprechender. Jawohl, ja. Immer durch die Seite durch, wo die Panzer noch nicht so stark ist. Reporting vehicle destroyed. Waiting for orders. Dann sprinten wir mal mit Behemoth nach hier. Und gucken, ob die anderen ein bisschen, ich sag mal, weniger feige sind. Gucken, ob wir noch brauchen, aber wenn, dann wird der Highlander mal von oben her feuern. Full throttle. Orders. On the move. Full speed. Yeah? Okay. Machen wir es doch so. Piece of cake. Wenn sie sich nicht trauen, dann gucken wir so uns halt über die Sensoren an. Sensors locked on. Was ist das? Ein Thunderbolt. Receiving you. Sagen wir doch mal Hallo. Schön, er muss sich bewegen, er sieht mich also noch nicht. Jetzt sieht er mich aber. My armor is getting stripped off. Machen wir es so. Bisschen mehr ausweichen. Dem Gegner etwas ausweichen. Nehmen. Receiving you. Confirmed. What's up, Commander? Das Feuer verteilt sich mal wieder richtig gut. Oh, kommt er da nicht weiter? Ist ja doof. On the move. Und halt so rum. Das letzte bisschen ausweichen nehmen. Dann hat Beamus einen richtig schönen sauberen Schuss. I suppose that's a miss. Commander? Ja, davon kannst du ausgehen, dass das ein Fehlschuss war. Linke Seite, das heißt so eindrehen hier. I copy. Natürlich auf die Entfernung, wenn er sich bewegt, immer noch ausgleichbar von ihm, aber... ist ja so. Jetzt alles vergessen. Dann, ja. Confirm. Ruf da.
Gut, das war die Seite, die wir jetzt angreifen sollen. Ready for orders. Dann gibt's jetzt erstmal einen Nahkampf. On my way. Engaging. Yeah, what can I do you for? So. Targeting for an alpha strike. Jetzt kommt's drauf an, wie gut Cody trifft. Ja, der kann da auch nicht lang laufen. Gelände ist gegen mich. Ich würde sagen, jetzt kommt's drauf an, wie gut Cody trifft. Dann haben wir ihn eventuell diese Runde weg oder er hat noch eine. Mal schauen, auf jeden Fall werden wir ihn unsicher kriegen, denke ich mal. Auf jeden Fall einen schönen AK-Treffer. Und ziemlich zahnlos. Braucht sich Medusa definitiv keine Sorgen mehr zu machen. Ja, mit dem Flammenwerfer wird er nicht an ihn rankommen. Locked on target. I think I hit something. Und bumm. Okay. Kann ich mit leben? Irgendwo ein Flammenwerfer, oder? Ne? Hm. Komisch. Da, da, da. Das sollte es gewesen sein. Sagt es ja, maximal noch eine Runde. Mission successful. Und au, das tat weh. Der Schaden an dem Highlander ist echt übel. Aber ich habe beim letzten Mal auch damit angegeben, dass er so gut wie nie Schaden bekommt. Und Spiel hat mich erhört. So. Wir nähern uns dem dritten Stern der Söldnerprüfungskommission. Das heißt, es wird bald wieder eine Stufe aufgedreht, wobei wir ja schon 4- und 5-Sterne-Missionen durchaus angeboten bekommen. Aber hauptsächlich halt hier im Kriegsgebiet. So. Hey, fast 100.000. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist die Schadensverteilung. Medusa fällt 8 Tage aus. Und... Au, 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 au. Oh. Ein Doppelwärmetauscher hat es auch noch erwischt. Ja, das war schmerzhaft. Die Dinger sind ja so häufig zu finden. Mal gucken. Die beiden PPKs sind ganz witzig. Die KSR 6 Plus ist ganz witzig. Aber ansonsten... Sag mal, wir nehmen das Com-System, wir nehmen die KSR 6 Doppel Plus mit. Die beiden PPKs würde ich auch sagen. Ansonsten von den Macs will ich nicht wirklich noch irgendwas haben. Das macht in unserer Situation nicht wirklich mehr Sinn. Bekommen wir trotzdem noch davon? Hey, einen kompletten Jägermax 6A. Okay. Und ansonsten, ja. Ganz okay. Um Geld auf der hohen Kante zu haben.
Okay, wir haben also einen Jäger MacA. Auch ein Shadowhawk 2H ist fertig. Die werden eingemottet werden. Werde ich aber offline tun. Ich würde sagen, ich sag danke fürs Zuschauen und wo und wann auch immer ihr zugeschaut habt. Noch viel Spaß im restlichen Tag und wir schauen mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ciao!